Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Runaway Team Challenge. Und wir sind wieder hier mit unserem Jeremy und unserer Amaya, die gerade unterschiedlicher Emotionen nicht sein könnten. Ich weiß auch nicht, wieso die hier gerade vorm Haus stehen, wenn ich ehrlich bin. Das ist wild. Ich habe tatsächlich die Doppelhaushälfte fertiggestellt. Das heißt, wenn wir genug Geld haben, können wir da sofort einziehen. Ich würde sagen, wir werden da heute auch mal vorbeischauen. Aber erstmal würde ich sagen, dass sich Jeremy jetzt einen Job sucht. Denn ich habe ein paar Vorschläge bekommen, finde aber Freelancer, Programmierer am coolsten. Weil ich habe ja gefragt, also ich sehe ihn so als Freelancer und dann wurde mir geschrieben, dass Programmierer, dass man ihn da ganz gut sehen würde. Auch wurde das mit dem Brecher zum Beispiel als Vorschlag gebracht, aber ich finde das irgendwie wild, wenn man jetzt so ein Familiendasein haben will. Ich weiß, dass er als böser Sim da sicherlich gut reinpassen würde. Er möchte ja trotzdem gerne für seine Tochter da sein und das ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn man dann als Verbrecher tätig ist. Deswegen ist das vielleicht ein bisschen besser fürs Familienleben. Oh mein Gott, das wusste ich ja gar nicht, dass man Fabrikation, Aufsprudel und Kerzenherstellung machen kann als Freelancer. Wie süß! Also man lernt immer wieder was Neues, ne? Ich habe auch noch nicht so viel mit den Freelancer-Sachen gespielt. Ich habe einmal einen Freelance-Schriftsteller gehabt in meinem privaten Gameplay. Ansonsten habe ich ehrlich gesagt gar keine Ahnung. Deswegen nehmen wir jetzt die Branche Freelance-Programmierer. Er ist nämlich Computerexperte. Möchtest du ein kleines Geheimnis erfahren? Du brauchst kein Computerexperte zu sein, um ein toller Freelancer zu werden. Du brauchst lediglich einen PC, eine Suchmaschine und den eisernen Willen, mit Leuten Visionen zu arbeiten. Achso, mit Leuten mit Visionen zu arbeiten. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Natürlich hilft es, ein Experte zu sein. Oh, wie glücklich er ist, süß. Er hat halt jetzt nicht so viele Fähigkeiten und auch Programmieren ist jetzt eigentlich noch nicht so seine Sache. Aber es ist kein Problem für uns. Wir können ja mit sowas Einfachem anfangen, wie Hilfeschrei nach Kalkulationstabellen. Ja, also mit Excel sollte er sich dann vielleicht doch schon auskennen. Das kriegen wir hin. Ich habe das nicht gedrückt. Wieso stehen hier solche Dinge? Also ich hätte mit denen alles machen lassen, aber ich habe schon im Stream gesagt, ich bin ja an sich down dafür, dass sie vielleicht nochmal ein Kind kriegen. Aber nicht jetzt und nicht im Busch. Warum? Nein. Du kannst deine Frau gerne lieb haben. Also, deine Verlobte. So weit sind wir jetzt auch noch nicht. Wir können bitte nicht im Busch ein Baby machen. Also, bitte, bitte. Dann knuddel sie vielleicht einfach mal. Es gibt Grenzen, möchte ich dazu nur sagen. Sie sind beide sehr zufrieden, süß. Ich würde sagen, wir chatten dann erstmal mit den Kunden und fragen, was er denn genau haben möchte. Sie möchte sich erstmal ausheulen gehen. Hey du, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ich sende dir eine Kleinigkeit, die dir hoffentlich gefallen wird. Wir sollten uns bald nochmal treffen, ja? Danke, Elaine. Haben wir jetzt das Wolfium bekommen? Oder kommt das noch? Dein Geburtstagsgeschenk von der Familie ist unterwegs und wird bald per Post zugestellt. Okay, also es ist doch was anderes. Du kennst mich nicht, aber ich habe dich aus der Ferne beobachtet und habe deine Nummer über einen gemeinsamen Freund bekommen. Das ist hoffentlich okay. Ich bin einfach Feuer und Flamme für dich. Keine Sorge, ich bin eine coole Socke. Wollen wir uns treffen? Ich weiß, dass das eigentlich so ein normalerer Liebesanruf ist, bla bla bla. Aber wir können ja so tun, dass das halt einfach auch so in Anführungszeichen eine gewisse Creep-Sache ist. Weil sie halt ja auch ein bisschen bekannter ist. Deswegen sagen wir einfach, das ist unangenehm, du bist unangenehm. Weil auch ihre Follower sollten natürlich wissen, dass sie schon verlobt ist. Deswegen, nein. Ich kann dich sogar irgendwie verstehen. Tun wir jetzt einfach so, als wäre das nie passiert. Naja, immerhin konnte man die Person direkt wegdrücken. Post mal was in deine Simstagram-Story. Jetzt ist sie sauer. Ey, diese Frau hat so viele Emotionen, ne? Vor einer Woche hat ein Kind Celeste die Chips abgenommen und heute hat es auch noch ihren Brownie geklaut. Es wird Zeit, dass sie Celeste zur Wehr setzt. Dazu sieht sie zwei Möglichkeiten. Öffentlich blamieren oder private Rache. Ich glaube, Celeste ist schlau genug, dass sie es privat machen würde, weil wenn sie es öffentlich machen würde, würde sie wahrscheinlich ja auch vor der Schule oder so irgendwie Stress kriegen. Deswegen machen wir es privat. Das gemeine Kind schnappt sich erwartet den Brownie von Celeste. Mit einem Brownie voller Apfelmittel hat es nicht gerechnet. Doch Celeste bleibt das schadenfrohe Kichern im Hals stecken, als sie sieht, wie das gemeine Kind dem Direktor den Brownie gibt, um sich einzuschleimen. Oh, das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd gelaufen. Celeste ist heute komplett wild anscheinend. Wahrscheinlich ist jetzt noch ein Experiment explodiert und die sind der Meinung, dass sie es extra gemacht hat. Also eine schulische Strafe ist da schon angemessen, wenn sie wirklich der Meinung sind, dass es extra passiert ist. Ist natürlich unangenehm, aber was sollen wir tun? Wird die Frau sich jemals beruhigen? Es bleibt spannend.
Guck mal, sie ist jetzt auch voll verängstigt wegen diesem Anruf. Da steht auch, dass sie die Nummer sofort blockiert hat und so. Das finde ich super passend eigentlich, wenn wir jetzt so an unsere Story quasi denken. Kannst du dich vielleicht ein bisschen beruhigen? Sie macht einfach von sich, wollte sie gerade ein Ständchen bringen. Och, Maus, ey. Celeste ist auch wieder da. Die geht vielleicht nochmal einmal pinkeln. Und dann können wir ja quasi so tun, dass Amaya vielleicht in einem Prospekt oder in einer Werbeanzeige oder so eben das Haus gesehen hat. Und sie möchte vielleicht mit ihrem Vermögen jetzt einfach auch was anfangen, weil sie ist ja nicht dämlich. So, und sie weiß halt auch, ja, okay, wenn ich dann halt das Haus dann so nutze, dass es dann, dass eine Hälfte dann vermietet wird, dann hat sie ja letztendlich quasi mehr davon auch und so, dass wir jetzt dann einfach das mal besichtigen gehen. Ich weiß, dass wir nicht rein können, aber so, dass sie mal dahin gehen und sagen, guck mal, das habe ich gesehen. Könnte das was für uns sein? In San Sequoia. Wir kommen da eh nicht rein. Aber egal, wir besuchen das trotzdem, wie gesagt. Oh doch, wir kommen da doch rein. Warum können wir da rein? Es gehört uns eigentlich noch nicht, aber egal. Warum können wir die Items sehen, aber die Wände nicht? Das ist ganz wild. Ja, wir bleiben einfach jetzt sowieso draußen und sagen dann halt so, yo, das ist es. Also es ist tatsächlich. Also, wir haben sehr lange daran gebaut, aber ich liebe es so unendlich sehr. Also ich bin wirklich zufrieden damit. Es gab auch ein Speedbild dazu. Ich werde euch das Ganze am Ende in der Endcard dann verlinken. So, und jetzt könnt ihr ja mal ein bisschen quatschen und sagen, hey, wollen wir vielleicht das irgendwann uns zulegen? Wollen wir da einziehen? Celeste denkt sich so, ich fahre jetzt erstmal Fahrrad. Also sie fühlen sich auf jeden Fall sehr glücklich. Das ist sehr, sehr passend. Ich würde einfach mal gucken. Okay, wir müssen auf jeden Fall sparen. Ein bisschen was kriegen wir ja noch zurück. Das Ding ist, wir möchten da ja auch einziehen und so. Und das ist halt so ein bisschen schwierig. Wir können ja so plus minus gucken, dass wir vielleicht auf den Wert kommen, dass wir hier so plus minus null sind. Ich muss mal gucken, wie viel unsere Einrichtung wert ist. Aber dann müssen wir plus minus 40.000, 50.000 so noch zusammenkriegen. Dann können wir da einziehen. Das heißt, es wird jetzt erstmal ein bisschen gehasselt. Und wenn wir jetzt schon in San Sequoia sind, können wir ja auch mal hier in diesen Park gehen. Es regnet zwar ein bisschen, aber das hält unsere Familie ja nicht auf. Weil sie möchte ja hier auch verspielt auf einer Wasserspielmatte stampfen. Da müssen wir aber erstmal verspielt werden. Geht mal erstmal zusammen rein. Vielleicht regnet es ja gleich auch nicht mehr. Und dann könnt ihr ja mal ein paar Witze machen. Vielleicht wird sie dann verspielt. Je alberner, desto besser. Okay. Ach so, und sie trimmt ja erstmal den Bonsai. Kein Problem. Okay, sie ist ein bisschen verspielt, aber noch nicht genug. Wer ist denn hier? Hallo, Misuri Girl. Oh, jetzt ist sie verspielt. Oh, Amaya muss gleich arbeiten. Verspielt stampfen. Sie ist ready. Ihr geht's gar nicht gut. Yay! Wie schön. Dann haben wir das auch schon abgeschlossen. Was ist jetzt ihre Mission? Tanzen. Schirm schließen. Tanzen. 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 Meint ihr, sie möchte tanzen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Sie möchte sich mit drei anderen Kindern anfreunden. Also wir haben Janko und wir haben Alia. Das heißt, es fehlt jetzt dann noch ein Kind. Wir hätten halt theoretisch noch Turner, mit dem wir uns ja schon ganz gut verstehen. Vielleicht können wir uns mit dem ja auch richtig anfreunden. Wäre doch eine Idee. So, möchtest du mit deiner Tochter vielleicht ein bisschen Karten spielen? Ach, das gibt Logikfähigkeit, süß. Könnt ihr aufhören, gemein sein, zu sein? Hallo? Stopp. Für gute Noten loben, süß. So, und jetzt sollten wir vielleicht mal langsam nach Hause gehen, weil Töchterchen hat schon ganz schön Hunger. Vielleicht könntest du was kochen? Ja, zumindest Level 2. Ja, wenigstens so Eier und Toast oder so. Sowas ganz Einfaches. Sie kann eigentlich mitkochen, das wäre so süß. Er hasst Kochen. Alles für seine Tochter. Aber der Herd ist kaputt. Wie hat er das denn hinbekommen? Ach, süß, aber. Ich wollte gerade sagen, warum will sie jetzt woanders hingehen? Ihr unterhaltet euch doch. Amaya ist auch zurück und kann sich auch was nehmen. Er hasst Geschicklichkeit und möchte trotzdem das von sich aus gerade fertig machen, ne? Das ist so süß. Ich meine, er hat das auch kaputt gemacht, also ist es wohl fair. Aber trotzdem, er müsste es nicht machen, sagen wir es mal so. Amaya geht es gerade auch noch ziemlich gut, deswegen kann sie gerne noch ein Video aufnehmen, ein selbstsicherer Vlog. Wie lange braucht sie noch? Einen Moment, also noch kann er nicht schlafen gehen. Dann soll er vielleicht sich schon mal um die Tabellenkalkulationen kümmern. Windenburg. Adieu. Hashtag Umzug, Hashtag Planung, Hashtag Excited. Das passt sehr gut. So, sie geht dann auch schon schlafen. Jeremy kommt dann einfach hinterher, kann das dann morgen abschließen. Celeste ist mal wieder die Erste, die aufwacht. Aber ich meine, sie muss auch am frühesten raus, ne? So ein bisschen spielen kann sie auf jeden Fall noch, bevor sie dann zur Schule muss. Also das Grundstück kostet gerade so um die 40.000. Minus
das hier, weil wir das mitnehmen werden. Den Computer nehmen wir mit und so ein paar Kleinigkeiten. Also wenn wir so 80.000 angespart haben, müssen wir nochmal gucken, ob das dann reichen würde. We will see. Wenn wir aber gerade schon dabei sind, würde ich euch gerne auch schon das Ganze zeigen, weil ich das ja im Speedbed ja noch nicht machen konnte. Also wie ihr seht, es ist halt genau in der Mitte getrennt, ne? Ich mache mal die Linien weg. Also ich zeige euch erstmal jetzt die Seite, wo wir dann einziehen werden. Also wenn man reinkommt, hat man hier halt so einen ganz kleinen Eingangsbereich, ne? Dann kommt man direkt hier in den Wohnbereich. Das hier ist ein Fernseher tatsächlich. Ich finde es halt so cozy. Ich liebe es einfach sehr. Dann ist hier halt der Essbereich. Hier kommt man dann auch raus. Ne? Ist halt so ein ganz kleines, so ein ganz kleiner Gartenbereich nur. Hier kann Amaya dann weiter mit ihren Pflanzen rumhantieren. Dann hier ist als erste Bad, was unten ist. Hier geht's weiter und das ist dann so ein bisschen mehr darauf ausgelegt, so von Jeremy, weil er jetzt ja dann auch Freelance bla ist, ne? Aber trotzdem ist es dann auch Amaya's Space natürlich, ne? Das ist halt der Workspace. Aber ich liebe es ganz dolle. Dann geht's hier weiter in die Küche. Die finde ich auch unfassbar gemütlich. Ich finde es einfach schön. Ich liebe es ganz dolle. Genau, dann hier vorne kommt man dann hoch. In den Flurbereich, ne? Dann haben wir hier direkt das Schlafzimmer von Jeremy und Amaya. Auch sehr gemütlich, meiner Meinung nach. Dann ist hier auch nochmal ein großes Bad. Und hier vorne ist dann das Zimmer von Celeste. Auch sehr bunt. Von dem Farbschema ist es sogar sehr, sehr ähnlich zu dem, was wir jetzt gerade haben, was ich sehr, sehr süß finde. Und trotzdem ist hier noch einiges frei, damit wir dann auch ihre Collectibles hier platzieren können. Und jetzt blende ich mal das andere hier noch ein. Brauche immer einen Moment. So, hier ist dann auch so ein Eingangsbereich. Ne? Es ist halt alles ein bisschen neutraler eingerichtet, sage ich mal. Wenn man hier reinkommt, ne, ist man hier direkt so in so einer Barecke. Das ist ganz wild eigentlich. Hier ist dann auch Wohnbereich. Ist alles ein bisschen offener. Also wie gesagt, es ist sehr neutral eingerichtet, weil wir haben damit nichts zu tun. Ich habe mir trotzdem Mühe gegeben, dass es sehr wohnlich aussieht. Also hier ist dann noch Essbereich und Küche. Weil ich fand es ein bisschen wild, wenn das jetzt so komplett schlecht aussehen würde. Deswegen haben wir das dann trotzdem halt ganz hübsch gemacht. Hier haben wir dann auch ein Bad. Ganz schlicht, ne? Die haben hier dann, wenn man hochkommt, auch direkt nochmal so einen kleinen Flur. Ne? Das ist halt relativ ähnlich vom Aufbau, aber trotzdem nicht gleich. Dann haben die hier ein Büro. Ein kleines, ne? Man weiß ja auch nicht genau, was für Leute ziehen da ein. Deswegen habe ich mich, wie gesagt, ein bisschen generisch gehalten. Hier ist dann nochmal ein Badezimmer. Hier ist dann das Schlafzimmer, das Main-Schlafzimmer von den Leuten. Und hier drüben ist dann noch so ein Babyzimmer. Vielleicht erwarten die gerade ein Kind oder so. Man weiß es nicht so genau. Vielleicht versuchen die auch gerade ein Kind zu bekommen. Ich fand es auf jeden Fall ganz süß. Das war es soweit erstmal. Ich hoffe, dass es euch genauso gefällt wie mir. Weil wir ziehen da jetzt ja dann irgendwie demnächst dann mal um. Warum seid ihr denn jetzt auf einmal alle wach? Egal. Amaya setzt sich natürlich direkt an ihr Video. Because it's really important. Du kannst frühstücken und dann kannst du dich weiter an deine Arbeit machen. Also ich muss ja sagen, es ist ja eher Amaya quasi eingerichtet, ne? Aber ich meine, es ist ja auch hauptsächlich Amayas Geld. Deswegen ist es wahrscheinlich auch in Ordnung. Und ich glaube, wenn Jeremy schon mit so einer Frau zusammen ist, ich glaube, dann ist es schon okay für ihn, wenn es dann halt einfach nicht seinen klassischen Ideen entspricht. Und ich meine, er hat ja trotzdem auch einen Raum, wo er dann quasi mit Entscheidungsrecht hatte. Das Büro dann eben. Deswegen, ich glaube, das ist schon alles okay so. Die sind aber auch komplett happy, ne? Das ist so süß. Das macht mich sehr glücklich, die Mäuse. Unternehmerfähigkeit erworben. Ja! So, die Tabelle wurde ausgeliefert. Sehr schön. Und wir können ein Video hochladen, wofür wir dann nochmal extra bezahlt werden. Hey, dann lass es mit dem Schneiden, ne? Dann kannst du es auch einfach hochladen, Girl. Los geht's. Wenn wir jetzt eh schon so dabei sind. Sehr toll. Oh, die knutschen sich hier komplett ab, ne? Also, Hammer. Tantiem. Wir sind schon halfway zum zweiten Stern, ne? Nicht schlecht. Sophia möchte vorbeikommen. Da sagen wir doch nicht nein. So, was hat Amaya denn jetzt zum Geburtstag bekommen? Nein. Ein Zukunftswürfel? Ernsthaft? Nein, das machen wir nicht. Warum badet sie jetzt bei uns? Ach, schon okay. Look at you, girl. Ich weiß nicht, aber irgendwie, also ich finde es einfach toll, dass sie jetzt so erwachsen ist. Also, wir haben schon so viel mit ihr erlebt, ne? Es ist einfach toll. Ich bin einfach stolz auch. Dann lass uns mal mit ihr ein bisschen reden. Warum ist sie so schlecht drauf? Dann können wir nicht mit ihr reden. Immer wird das abgebrochen. Bitte lass mich einmal mit meiner Freundin reden. Sie ist sehr angespannt. Warum? Oh, jetzt ist sie inspiriert. Sie musste vielleicht einfach mal
mit einer Freundin reden. Sie ist jetzt auch junge Erwachsene. Wie sieht es eigentlich mit Luna aus? Luna ist auch junge Erwachsene. Die ganze Gang ist junge Erwachsene. Ich glaube, ich werde denen mal offscreen ein kleines Umstyling geben. Einfach, dass die auch ein bisschen erwachsener aussehen. Weil ich finde es halt realistisch. Außerdem haben die jetzt seit Anfang an auch dasselbe an. Also, ja, ist ja vielleicht mal an der Zeit, denen was Neues zu geben. Aber voll schön eigentlich, ne? Dass die ganze Gang jetzt quasi so erwachsen ist. Sophia, Girl, sie macht erstmal jedes Haus wieder richtig. Einfach eine Maus. Und Amaya denkt sich so, ich spiele jetzt ein bisschen Gitarre. Aber wie wäre es, wenn du das Ganze streamst? Nein, du sollst streamen. Jeremy und Sophia so, weiß ich jetzt nicht. Er geht auch nochmal durchs Bild. Also das gehört sich so bei einem Stream. Mein Freund hüpft manchmal auch durchs Bild, aber eher da hinten und nicht so hier vorne. Das würde auch keinen Sinn ergeben, weil er dann über meinen Schreibtisch laufen müsste. Das wäre ein bisschen weird, glaube ich. Er fühlt sich sehr angezogen von Amaya. Das ist ja auch, also hör mal, total süß eigentlich. Elaine Girl, hallo. Vielleicht kann unser Herr sie ja mal reinbitten. Und vielleicht redet ihr einfach mal. Fragt sie, was sie arbeitet. So Dinge, die man vielleicht noch gar nicht so weiß. Im Stream. Sie ist Zukunftshändlerin. Ich kann mich daran gar nicht mehr erinnern. Aber die haben auf jeden Fall Plus, ne? Also sie lassen sich auf jeden Fall drauf ein, miteinander zu reden. Das ist so schön. Und sie lachen sogar miteinander. Nee, warum machst du das jedes Mal? Nee, dann reparier es auch. Geht ja gar nicht hier. Aber ich glaube, der Drohne geht's nicht mehr so gut. Aber guck mal, es ist heute Tag der Muttis. Und Celeste hat absolut gar keinen Spaß. Deswegen würde ich sagen, lassen wir sie doch einfach mal ein bisschen auf dem Fahrrad herumfahren. Jetzt, wo sie Fahrrad fahren kann, macht das bestimmt eine Menge Spaß. Tschüss! Ich glaube, der Stream sollte enden. Das Ding muss repariert werden. Und du solltest einen neuen Auftrag suchen. Oh, es wird nichts angezeigt, was man mit Level 1 machen kann. Das ist schlecht. Dann könnt ihr ja vielleicht einfach mal ein bisschen Programmieren üben. Wir werden keine Schriftstellerin. Also die Mütter verstehen sich auf jeden Fall gut. Das ist total süß eigentlich. Level 2. Damit konnte er doch schon was machen, oder? Aha. Kettenbrief? Weiß ich jetzt nicht. Da rette ich, glaube ich, lieber die Einhorn-Lama-Fonds. Wir müssen das Problem in Angriff nehmen und unsere Sicherheit erhöhen. Das klingt doch gut. Sicherheitssysteme untersuchen. Er hat gerade Angst vor Verurteilung. Ach, Mausel, ey. Ableben durch Verbrennen. Comeback. Wieso machen alle immer meine Puppenhäuser kaputt? Ich finde das wirklich nicht in Ordnung. Sie denkt sich so, warum sind beide meine Omas da? Also beziehungsweise sie hat ja drei Omas, aber trotzdem. So viel Oma-Action heute. Vom Cherry ist ja auch immer noch junge Erwachsene. Aber nicht mehr lange. Aber die sind schon sehr jungen Eltern geworden dann. Wie können sie fragen, ob sie auf der Hochzeit Offiziantin sein möchte? Das fände ich ja so schön. Also das fühle ich auch komplett. Und Elaine freut sich auch richtig. Oh, süß, wenn sie dann quasi die Trauung halten muss und so. Also das sehe ich voll. Elaine muss jetzt auch gehen. So, du kleine Maus, vielleicht setzt du dich jetzt auch mal hier dran. Weil Schulprojekte werden hier nicht vernachlässigt. Amaya geht arbeiten. Und jetzt ist Jerry mit seiner Mutter hier alleine. Luna ruft an. Ich wollte dich fragen, ob du denkst, dass ich Nancy Landgrab besser kennenlernen sollte. Weiß ich nicht, ob man unbedingt mit Nancy Landgrab Besties sein möchte. Also ich meine, es ist, glaube ich, auch, es ist schlechter, sie als Feindin zu haben. Aber ich glaube auch nicht, dass sie eine wirklich gute Freundin ist, wenn ich ehrlich bin. Ich würde es vermutlich lassen. Na dann, sprich doch mal mit deiner Mom. Scheint ja aber eine gute Beziehung zu haben grundsätzlich, ne? Das ist eigentlich schön. Könntest du deine Tochter vielleicht jetzt, wo deine Mutter weg ist, unterstützen bei ihrem Projekt? Da würde sie sich bestimmt freuen. Meine Liebe ist nicht käuflich. Das machen wir nicht. Auch wenn wir das Geld gut fänden. Oh, aber die Familiendynamik ist trotzdem reserviert. Aber ich glaube, das ist auch einfach so, hat auch ein bisschen damit zu tun, dass Jeremy halt einfach Jeremy ist, ne? Die unterhalten sich mehr, als dass sie arbeiten, ne? Aber ist auch okay. Oh, sie muss auch ganz dringend pinkeln. Das ist vielleicht dann auch nochmal wichtiger als das Projekt. Oh, das Projekt ist sogar fertig. Immer gehen alle unsere Sachen kaputt. Outfit-Hypen, süß. Das steht dir echt gut, Schatz. Süß, einfach. Und dann habt euch doch nochmal ein bisschen lieb, wie es sich gehört. Ich finde auch so schön, dass sie sich nicht mehr permanent ankeifen einfach. Also sie sind einfach, die lieben sich halt einfach jetzt, ne? So wirklich, 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 wirklich. Ich finde es toll. Ich finde es einfach krass. Die sind halt einfach von Sex-Buddies zu, wir haben nichts mehr miteinander zu tun, zu, wir lieben uns und wir heiraten jetzt irgendwann bald. Das ist so krass. Ich weiß auch noch gar nicht genau, wann wir das irgendwie machen wollen oder so, aber ich schätze, irgendwann bald, ne? Oh, Amaya ist heute auch mal früh wach, aber au, weil sie ganz dringend pinkeln muss. Ja, genau, geh einfach rein, wenn deine Mutter duscht. Das macht man so. Aber immerhin haben die kein Gefühl von, also dass es denen unangenehm ist. Das ist ja auch eigentlich ganz cool, ne? Also, ich meine,
Bei so einer Mutter-Tochter-Dynamik ist es eigentlich auch in der Regel nicht so dramatisch, wenn man ein gutes Verhältnis hat. Sinn und Zweck von Geschicklichkeit in Frage stellen, ey. Das ist doch so doof. Ich würde da an der Stelle aber auch den Part beenden. Wie gesagt, ich bin super gespannt, wie es hier weitergehen wird. Wir haben ja noch einiges, was wir irgendwie dann planen. Ich meine, Umzug steht an, jetzt müssen wir darauf dann erstmal sparen. Dann wollen wir jetzt irgendwie demnächst noch heiraten. Ich habe ja gesagt, dass wir so bis Part 50 circa machen. Deswegen, so viel Zeit bleibt uns dann letztendlich auch nicht. Wir müssen dann mal schauen, wie wir das dann alles zeitlich so ein bisschen regeln möchten. Deswegen, wie immer, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare, denn davon lebt ja auch das Let's Play letztendlich. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat, denn dann sehen wir uns bestimmt beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!